Hi. Also ich trinke in der Früh immer einen Bulletproof-Kaffee. Also das machen die meisten, wenn sie sich ketogen ernähren. Es ist halt einfach ein Kaffee mit sehr viel Fett und MCT. Ich nehme da noch zusätzlich ein Kollagen. Und ja, das schiebt halt richtig an, bringt Energie und macht satt für den halben Tag. Jetzt zeige ich euch gerade, wie das ausschaut. Also ich mache das immer im Standmixer. Kann man aber mit Pürierstab machen oder was man halt einfach zur Verfügung hat. Und ja, ich schmeiße dann einfach alle Zutaten da rein. Zwischen 30 und 50 Gramm Butter, so je nach Gefühl. Zwischen 1 und 2 Esslöffel MCT-Öl und ein Keto-Kollagen und natürlich ein Kaffee und ein Ei mache ich noch mit rein. Beim MCT-Öl müsst ihr jetzt mal aufpassen, wer das nicht gewohnt ist und ein reines C8 nimmt, das ist sehr rein und sehr stark, sollte sich da langsam rantasten. Das heißt, also mehr als einen Esslöffel empfehle ich da nicht, weil es sonst kann sein, dass man Bauchweh bekommt und das ein Übel wird. Und das ist ja nicht schön.